Frau Grunewig de Kroon, das dritte Adventwochenende geht zu Ende, beziehungsweise der Samstag. Sagen Sie uns einfach mal Ihre Eindrücke und wie so der Verlauf des Geschäfts ist. Der Samstag hat wieder richtig Spaß gemacht, kann ich Ihnen sagen. Wir haben festgestellt, dass die Kunden echt in Schenklaune sind. Es sind auch viel mit Familie und Freunden unterwegs. Ich habe mich extrem gefreut heute über die hohe Anzahl Landsleute, die ich habe begrüßen dürfen. Also wir haben echt viele Niederländer und ich war vorher kurz draußen. Königstraße ist ja auch voll, also ich gehe davon aus, dass auch die Kollegen zufrieden sein werden. Ja, vor allen Dingen ist es relativ erstaunlich. Eigentlich ist das Wetter schlecht. Es ist kein optimales Einkaufswetter. So, ne? Regen hat ja niemand gern, aber Weihnachten kommt eh, stört sich ja auch nicht an die Tatsache, dass es regnet oder halt nicht. Und irgendwann muss man die Geschenke halt besorgen. Was würden Sie sagen, wenn Sie den bisherigen Verlauf der Vorweihnachtszeit einschätzen? Sind die Geschäfte gut? Sind die besser als im letzten Jahr? Oder wie würden Sie das einstufen? Wir finden, dass ein schönes Weihnachtsgeschäft läuft. Ich danke Ihnen. Bitte sehr.